Soziologe. Und da ich einen seiner Vorträge schon erlebt habe, kann ich nur dringend empfehlen, um 17.15 Uhr pünktlich hier zu sein. Das ist spannend. Also, sit down, please. Herr Setscher hat ja gesagt, Herr Winterkorn, dass er schon was gelernt hat bei Ihnen in Ihrem Vortrag, nämlich das Rückwärtsfahren mit dem Anhänger. Haben Sie auch was gelernt, eine Technologie gesehen, die Sie noch nicht kannten? Ja, das ein Punkt, wo der Herr Setscher darauf hingewiesen hat, was die S-Klasse nämlich hat, was wir noch nicht haben, das war das Pre-Safe-Thema. Auch daran arbeiten wir, Herr Setscher. Was war das für ein Ding, Pre-Safe? Pre-Safe, dass das Auto konditioniert wird, wenn es feststellt, ein Unfall wird unumgänglich, dann macht schon eine ganze Menge Dinge vorab, die dann die Folgen reduzieren, dass beispielsweise natürlich der Gurt angezogen wird, Schiebedach zu, Fenster, Schiebedach zumacht, ähnliche Dinge, dass man gegebenenfalls auch schon den Sitz, der elektronisch betätigbar ist, betätigt, um damit schon Momente abzubauen, die dann im Unfall auftreten würden, etc. Für mich war neu das ethische Programmieren, liegt auf der Hand. Wenn man es hört, klingt es logisch, dass der Algorithmus hier Entscheidungen treffen muss, die wir bislang intuitiv, instinktiv wahrscheinlich oft falsch getroffen haben, zwischen Ball, Kind, Tier und so weiter. Interessant. Welche Mittel gehen bei Ihnen, Herr Setscher, derzeit in dieses Projekt, pilotiertes Fahren? Was kostet die Entwicklung einer solchen Technologie? Ist ja immer die Frage, wo Sie abgrenzen wollen. Ich meine, die ganzen Assistenzsysteme, wenn man will, ist das autonome Fahren fast ein Abfallprodukt unserer Vision des unfallfreien Fahrens. Wenn Sie Assistenzsysteme entwickeln, die dem Fahrer ins Steuer greifen, wenn er was falsch macht und auf die Bremse treten, wenn der Fahrer es versäumt, dann können Sie auch gleich das Steuer in der Hand behalten und haben Sie das autonome Fahren, etwas vereinfacht ausgedrückt. Und insofern, wie gesagt, ist die Abgrenzung schwer, aber direkt in dem Projekt haben wir heute sicherlich eine Größenordnung von an die 100 Millionen Euro pro Jahr, die wir dort einsetzen. Gut. Sie sehen ja, das ist ein ganzen Konzern. Überschaubarer Betrag, ja. Mancher ist das ein ganzes Kleingeld. Ja, von unserer Industrie möchte ich da nicht sprechen, was 100 Millionen für die Medienindustrie bedeutet, aber für einen Autokonzern, jedenfalls wenn es sich als Sackgasse erweisen sollte, ist das nichts, was ein Konzern in Schwierigkeiten das bringt. Das sehe ich allerdings nicht als Möglichkeit an, dass das sich als Sackgasse erweisen würde. Herr Winterkorn, Sie haben ja darauf hingewiesen und wir haben berichtet dieser Tage, dass Sie das höchste Forschungs- und Entwicklungsbudget weltweit von allen Konzernen haben, also mehr als Google, Apple, Hewlett-Packard und ähnliche, Microsoft. Wo liegt der Schwerpunkt bei diesem Budget und wo erwarten Sie einen technologischen Durchbruch noch zu unserer Lebzeit? Die größten Aufwendungen, die wir momentan haben, prozentual gesehen, sind sicher in der Antriebstechnologie. Dass die Grenzwerte, CO2-Grenzwerte in 28 EU-Staaten, aber auch in China, aber auch in den USA, bedeuten, dass wir eigentlich nicht mehr bei einer Motorgeneration zwei Lebenszeiten vom Auto haben, sondern im Prinzip machen wir heute gerade mal eineinhalb Zyklen und dann kommt schon wieder ein neuer Motor, um die neuen Grenzwerte zu erfüllen. Das sind die großen Aufwendungen, die wir haben, sowohl auf der Dieselseite als auch auf der Automotorenseite. Hinzu kommt natürlich die ganze Elektromobilitätsarie, jedes Fahrzeug elektrifizieren, jedes Fahrzeug batterieelektrisch ausrüsten, jedes Fahrzeug als Plug-in-Hybrid machen, eine Brennstoffzelle. Also wir geben auf der Antriebsseite sehr viel Geld aus und gehen mal davon aus, bei Herrn Setscher wird es ähnlich sein und natürlich für die neuen Autos. Ne? Also Antriebstechnologie ist für mit, Sie schon... Mit das höchste, ja. Weil Sie müssen sich mal überlegen, wir bei uns heißt in 2020 müssen unsere Fahrzeuge im Schnitt einen Verbrauch haben von unter 4 Liter. Und das darzustellen, wird ohne Elektromobilität sowieso nicht gehen, aber wir müssen auch bei den gängigen Fahrzeugen Diesel und Otto weiter runterkommen. Sie waren heute positiver als sonst so, Thema Elektromobilität. Sie haben irgendwas gesagt von, Sie lieben den Elektroantrieb, das ist neu. Ja, weil wir mittlerweile... Späte Liebe. Nein. Also die Elektrofahrzeuge an sich machen ja Spaß, wie sie beschleunigen. Der Nachteil der reinen batterieelektrischen Fahrzeuge ist natürlich momentan auch die Reichweite. Was mich fasziniert, ist die Plug-in-Hybride, die ja beides können, elektrisch fahren, mit Verbrennungsmotor fahren und benutzen den Elektromotor als Boost-Funktion. Also wenn Sie einen Golf GTE oder einen Audi A3 e-tron fahren und dann die GTE-Taste drücken, dann kramen Sie zusätzlich 150 PS, kommen nochmal 70 PS vom Elektromotor hinzu und das macht dann richtig einen
Spaß zu fahren. Ah, das hat Sie überzeugt, dass man ja, damit. Ja. Okay, verstehe. Ja, ich sage es andersrum. Ja. Was hat den Durchbruch des Diesels gebracht? Der Durchbruch kam erst, als Sie die Diesel aufgeladen haben und als die Diesel Spaß gemacht haben zu fahren. Verbrauch reduzieren und Spaß machen beim Fahren. Die alten Dieselmotoren, die eher Schwarzrauch ausgeblasen haben, haben mir viel Spaß gemacht, waren auch nicht so erfolgreich. Und das Geräusch musste weg, dieses Nagelgeräusch. Ja, gibt es heute auch nicht mehr. Ich meine, ja, wir haben hier ja eine klare Diskrepanz, dass im Moment der Kunde bei uns nicht primär den Kraftstoffverbrauch auf den obersten Teil seiner Agenda stellt in der Kaufentscheidung. Das liegt auch an den weiterläufigen Kraftstoffpreisen, das haben wir mal ganz anders prognostiziert, ja, und vieles mehr. Auf der anderen Seite werden wir durchs Gesetz gezwungen, bestimmte Autos zu bauen. Und jetzt müssen wir hier Nachfrage und gesetzlich erzwungenes Angebot zueinander bringen. Und das ist sicherlich dann, müssen es andere Eigenschaften sein, die hinzukommen, die dann die Attraktivität für den Kunden auslösen. Der Ölpreis in der Tat ist seit Jahren jetzt rückläufig und konterkariert ein Stück weit jedenfalls die ökonomischen Motive des Umstiegs. Sie sind ausgestiegen bei Tesla, Sie waren beteiligt bei der Pionierfirma im Silicon Valley für das elektronische Fahren, das batteriegetriebene Fahren. Warum ausgestiegen? Können Sie das nochmal kurz sagen? War das eine Absage auch an die Elektromobilität? Sehr simpel. Das hat rein finanztechnische Gründe gehabt. Wir sind mit 650 Millionen Dollar eingestiegen und mit 800 Millionen Dollar ausgestiegen. Gutes Geschäft. Das ist nicht so schlecht. Das hat geholfen, ne? Bei den guten Quartalszahlen, stimmt's? Auf die Art und Weise, nee, das ist da jedenfalls nicht im operativen Geschäft eingegangen. Auf die Art und Weise haben wir sicherlich das effizienteste Elektroprogramm aller Automobilhersteller bei uns, unterm Strich, aber das war jetzt nicht strategische Weitsicht, sondern Windfall. Nein, wir haben mit Tesla sehr gut zusammengearbeitet, das setzt sich auch fort. Wir führen ja jetzt gerade die B-Klasse in den Markt ein, die im Antriebsstrang mit Tesla gemeinsam entwickelt wurde. Und wir werden auch Zusammenarbeit fortsetzen, völlig unabhängig von der Frage, ob wir dort Shares halten oder nicht. So ein Typ wie der Elon Musk, der CEO dort und Erfinder und Gründer, er will, glaube ich, auf den Mars oder auf den Saturn, ich weiß nicht, er hat ja ehrgeizige Ziele. Wäre das einer, der in so einen Daimler- oder VW-Vorstand passen würde? Vielleicht soll ich versuchen, möglichst kurz gefasst eine Anekdote. Wir saßen zusammen am Tisch und haben uns über Marsflüge unterhalten. Ich habe gesagt, jetzt, insbesondere solange das One-Way-Tickets sind, ist das doch nicht unbedingt so der Mainstream, der jetzt Sinn macht und die Ressourcen kann man gar nicht zusammenbringen. Sagt er, Dieter, you don't understand. Mankind is at a point where we have to decide if we want to stay a single planetary species or a multiplanetary species. And the answer is crystal clear. How can we limit ourselves to one planet? Ich habe morgens überlegt, ob ich da oder da meine Brötchen einkaufe. Und, also, ich meine, das ist schon eindrucksvoll. Und deswegen die Antwort ganz klar, so visionär wie wir mit unserer Firma sind, und ich bin einig mit dem Kollegen Winterkorn, dass wir alles andere als konservativ sind, aber er würde wohl nicht in unseren Vorstand passen. Ich glaube auch nicht, dass man da scharf drauf wäre. Er würde sich das sicher nicht wohlfühlen bei uns. Ganz sicherlich nicht. Das wäre selbst für einen VP echt zu weitgehend. Ja. Wobei ich schon sagen muss, das hat er überlegt, Steingart, nein, weil ich schon sagen muss, die wie ich würde sagen, würde mit ihm doch auf Augenhöhe diskutieren, ja, ob nicht doch der Saturn besser geeignet wäre, oder? Könnte sein, aber man muss schon mit Hochachtung sehen, was er mit Tesla gemacht hat. Ich sag mal, keine Frage. Da kommen zwei Dinge zusammen, nämlich ein Auto, das ordentlich gemacht ist, Aluminium, Space Frame im Prinzip. Da gehört schon eigene Mut dazu, so ein Fahrzeug neu aufzusetzen. Und daneben mit dem anderen Ansatz, wir sind von unten gekommen, wir dachten, wir machen Elektrofahrzeuge von Stadt in Stadt. Und er kommt von oben und sagt, mit den Fahrzeugen ist nichts zu verdienen. Also da oben haben die Leute Geld, die kaufen sich so ein Auto. Anderer Ansatz als wir, Hochachtung. Und mit SpaceX arbeiten 1500 Mitarbeiter dort. Ja. Ja. Ein paar wenige von der DASA, ein paar von Lockheed und anderen Companies, sonst viele von der Uni. Und diese 1500 Mann entwickeln und bauen und operieren Raketen, die ISS versorgen, zum Viertel des Preises der NASA und zum halben Preis der Russen. Auch nicht so schlecht. Und für die Mars bringt schon auch was auf die, in dem Fall nicht die Straße, sondern für die Mars-Mission haben sich, habe ich gelesen, über 200 Menschen auch für das One-Way-Ticket beworben. Also ich meine, das ist ungefähr dieser Saal hier, wobei wir bleiben in München, wir werden heute Abend nicht auf den Mars abheben. Google, in der Medienindustrie ein Angstthema. Matthias Döpfner, Chef von Axel Springer Verlag, hat gesagt, er hat Angst vor Google. Wie schauen Sie auf diesen Giganten der Daten- und der Internetökonomie? Jahresgewinn ungefähr in der Größenordnung VW.
Apple kommt dazu, Größenordnung, nur mal für uns so zur Erinnerung, Apple, dreimal so hoher Jahresgewinn, wir reden von 30 Milliarden US-Dollar, nein, Euro, in Euro schon umgerechnet, 30 Milliarden letztes Jahr, Apple. Was geht von diesen Konzernen aus, neben der Faszination? Gibt es eine Bedrohung aus dem Silicon Valley? Zunächst mal sind wir primär potenzielle Partner. Also es gibt viele Themen, in denen wir uns ergänzen. Es ist ja jetzt schon mehrfach angeklungen, dass damit Inhalte in unsere Autos kommen, dass die Menschen always on jetzt nicht ins Auto in faradäischen Käfig steigen wollen, indem sie ihre Verbindung zu ihren sozialen Netzwerken abschneiden müssen. Dort arbeiten wir zusammen, das tun wir auch, und dort ergänzen wir uns und profitieren voneinander. Ich glaube nicht, dass Google in erster Linie anstrebt, morgen 50 Autofabriken auf der Welt zu besitzen. Google versucht, den Menschen in all seinen Stationen während des Tages zu begleiten, um Daten zu generieren. Deswegen haben sie eine Thermostatenfirma Nest gekauft, auch nicht um Häuser aufzuheizen, sondern um zu lernen, was der Mensch zu Hause treibt. Und er will gerne wissen, was der Mensch im Auto treibt, und dann ist der dritte Bereich, wo der Mensch sich aufhält, das Büro. Und um diese Daten zu generieren und diese dann über die Werbewirtschaft einträglich zu vertreiben, will Google auch ins Automobil. Und jetzt ist klar, wir sind an diesen Daten auch interessiert, weil sie letztlich die Beziehung zu unserem Kunden darstellen, die wir vielleicht noch direkter als in der Vergangenheit zukünftig als existenziell erforderlich halten. Und dort ist der potenzielle Konflikt programmiert und dort müssen wir miteinander reden, wie weit fordert Google von uns, unsere Fahrzeugdaten zu offerieren, damit wir die Schnittstellen bekommen, wie weit können wir das abwehren, und da ist es sehr gut, dass wir miteinander reden, um unsere eigenen Backends, wie das so schön heißt, zu schaffen, in denen das, was jetzt die Automobilität betrifft, an Daten rein und rausgeht, gegebenenfalls gemeinsam darstellen können und dann von Dritten nicht abhängig sind, um dann auch aus einer besseren Position der Stärke heraus die Zusammenarbeit mit Googles, den Googles dieser Welt zu betreiben. Insofern, Angst ist generell, glaube ich, keine hilfreiche Gefühlslage. Respekt ist absolut angebracht. Es ist unglaublich, was diese Firmen leisten. Neugier, was man miteinander erreichen kann, auch voneinander lernen, aber ansonsten auch eine Zuversicht, dass wir auch Stärken haben und dass wir auf dieser Basis auch uns in diesem Wettbewerb durchaus behaupten können. Herr Winterkorn, für Sie, Google, wie schauen kann Sie das? Ich kann es nur unterstützen, was Herr Zetsche sagt. Wir sehen es als Chance, dass die beiden Welten mittlerweile aufeinander zugehen, die früher eher parallel gelaufen sind. Wir sehen es als Chance, dass wir unsere Stärken mehr auf der physikalischen Art, das Automobil, einbringe, die Google-Leute ihre Daten. Aber der eigentliche Konflikt, der vorprogrammiert ist, wo wir darüber reden müssen, ist nicht die Zusammenarbeit, sondern was machen wir mit den Daten. Und da ist eigentlich diese Wunschvorstellung der Google-Leute oder der Apple-Leute, sie sind der Herr der Daten, und wir sagen, die Daten gehören uns bzw. unserem Kunden. Da ist ein gewisser Konflikt vorprogrammiert, aber an sich sehen wir es mittlerweile als Chance, dass wir zusammen an der Zukunft des Automobils arbeiten. Wir haben ja gelernt, eben 50% der Wertschöpfung ist schon der elektronische Teil. Das elektronische Teil ist nicht, nur Daten. Ist nicht nur Daten, ist völlig klar. Dennoch von der Medienindustrie können Sie ja vielleicht eines lernen. Die Medienindustrie hat, glaube ich, sich relativ naiv ausgeliefert. Ohne dass Google einen einzigen Journalisten beschäftigt auf der Welt, werden die Texte im Wesentlichen von Google vermarktet. Heute macht Google ungefähr das Dreifache an Jahresgewinn wie die gesamte deutsche Medienindustrie zusammen, ohne im Prinzip hier Wertschöpfung zu betreiben. Das Modell übertragen auf Auto heißt, sie machen weiter Autofabriken, das glaube ich auch, die wollen keine Autofabriken, viel zu mühsam, aber sie wollen womöglich Autofabriken als Zulieferer für ein Google Auto, das sie dann vermarkten und designen zusammen mit Apple und Ähnlichem, sodass sie aus dem Driver's Seat raus, wie beim pilotierten Fahren, und dann auf der Rückbank sitzen. Ist das für Sie eine Alternative, dass wer anders bei Ihnen die Autos einkauft und paketiert, elektronisiert? Momentan eher nicht, sage ich jetzt offen. Ja. Wir glauben schon noch, dass wir, was die Mechanik betrifft, die Physik des Autos, dass wir das in der Hand behalten sollen. Da geht es ja um Sicherheitssysteme und andere Dinge. Also wir suchen eher den Zusammenschluss über die Datenwelt und wollen die Systeme von Google oder Apple benutzen,
aber wir wollen schon selbst noch Herr des Autos sein. Es gab einen Herr Shayagassi, Better Life, ja. Dessen Idee war, die Elektromobilität dadurch zu ermöglichen, das Reichweitenproblem zu lösen, indem Batteriepacks an Tankstellen ausgetauscht werden, vielleicht mit einem Gabelstapler oder so. Und er hat gesagt, das Ganze läuft dann über die Strombereitstellung und der Autohersteller wird zum Handyhersteller und Better Life wird Telekom, sodass also das Auto praktisch als freie Mitgabe für entsprechende Nutzung der Infrastruktur beigegeben wird und damit die Kundenbeziehung bei uns zu Ende ist. Ist ein bisschen anders gekommen. Dort war schon technisch viele Gründe, warum das so nicht kommen würde. Aber in dem anderen Feld ist es unsere Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wir die direkte Beziehung zum Kunden weiterhin behalten, sogar intensivieren. Und ich glaube, neben all den technischen Fragen ist ganz entscheidend, dass wir unser Unternehmen in diesem Feld anders führen. Herr Bitterkorn hat gesagt, wir haben in manchen Feldern auch durchaus einen gewissen konservativen Ruf. Ich glaube, wie er weitgehend zu Unrecht. Aber in diesem Feld ist ganz sicherlich so, dass bei uns im Vorstand nicht der Sachverstand zu Hause ist, sondern dass die 30 Jahre Jüngeren in unserem Haus, vielleicht unsere Kinder, aber bestimmt nicht wir, wissen, wo es dort lang geht. Und deswegen müssen wir dort die Rahmenbedingungen setzen, aber die Entscheidungen müssen andere treffen. Beim Dieselmotor wissen wir beide so gut Bescheid wie jeder andere bei uns. Mehr, da bin ich ganz, aber wir wissen jedenfalls, wovon die bei uns im Unternehmen alle sprechen. In dem Feld nicht unbedingt und deswegen müssen wir das anders organisieren und uns anders aufstellen, damit wir mit der Geschwindigkeit und die richtige Richtung einschlagen, um hier den Wettbewerb bestehen zu können. Google Silicon Valley ist die eine große Thematik, die heute alle Automanager beschäftigt. Die andere Frage ist, wir wechseln die Seite der Erdkugel, China, das China-Geschäft, das heute, ich glaube, Sie bauen derzeit mehr Autos. Vor einem Jahr oder wann hat die Autoproduktion in China die in Deutschland überholt. Sie haben derzeit einen Anteil von 20% dort des Absatzes. Ich will gar nicht fragen, wie wichtig ist China, sondern bleiben die Dinge dort so, wie sie sind? Oder gibt es Signale, Herr Winterkorn, dass aus dem neuen Selbstbewusstsein dieser Autonation auch Zurückdrängungstendenzen und dass unsere Erfolgsgeschichten dort sich schon im Schlusskapitel befinden? Das glaube ich nicht. Wir haben ja gerade vor 14 Tagen unsere Zusammenarbeit mit FAW Volkswagen um 25 Jahre verlängert, also mit FAW, First Automotive Works, mit unserem Joint Venture um 25 Jahre verlängert. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt, ich glaube, wir sind gut unterwegs mit den Chinesen und zwar auch deswegen gut unterwegs, weil wir die Zusammenarbeit mit ihnen vorantreiben. Es ist immer besser, wie jemand, der so stark wächst, wenn sie da die Fuß in der Tür haben, als wenn sie von außen zusehen. Und deswegen, das Wachstum der chinesischen Automobilindustrie, ob das beim Daimler ist oder bei uns, wird vorwiegend mit der deutschen Technik gemacht werden. Wir haben vorwiegend Fahrzeuge drüben, die in Deutschland entwickelt wurden, drüben feingestaltet wurden, werden drüben produziert. Wir werden dieses Jahr 3,6 Millionen Fahrzeuge produzieren in China. Das sind Volkswagen, Audi und Skodas. Jeder von uns hat auch noch einen großen Anteil von Fahrzeugen, die er hier in Deutschland produziert oder Europa produziert und drüben verkauft, die sogenannten FBU-Produkte. Also ich glaube, wir sind mit den Chinesen gut unterwegs und die Chinesen haben nicht so sehr das Problem, was machen sie mit Volkswagen oder mit Daimler, sondern die haben einen klaren Auftrag. Erstes Thema heißt Korruptionsbekämpfung, momentan ist das oberste Ziel der Regierung. Und das zweite ist, wie kriegen sie den Westen industrialisiert? Und momentan haben sie einen Speckgürtel im Osten, wo die reichen Chinesen wohnen und die Armen sind noch auf dem Land im Westen. Gut, da helfen Sie ja jetzt, indem Sie helfen, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, ja. Das indem Sie eine Fabrik dort bauen. Wir haben eine Fabrik gebaut in Urumqi. Trotzdem gab es in letzter Zeit auch kritische Stimmen gegen Volkswagen, Rückrufaktionen, Qualitätsdiskussionen. Man hatte das Gefühl, dass die chinesische Führung zumindest, sagen wir mal, selbstbewusster auftritt. Natürlich drehen die selbstbewusster auf. Die haben sie mittlerweile in der Situation, dass sie sich als Weltmacht fühlen, nicht nur wirtschaftlich, auch sonst. Und, fühlen oder sind? Sind auch, ja klar. Mhm. Und sie dementsprechend auch auftreten. Und Sie dürfen nicht vergessen, der Chinese bezahlt für ein deutsches Auto im Faktor, sagen wir mal, 30-40% mehr als für ein chinesisches Auto. Erwartet demzufolge auch eine Top-Qualität und ist ziemlich verärgert, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Aber nicht nur beim Auto, ist beim Kühlschrank so, bei allen Dingen, die aus Europa kommen. Ja. Wie ist bei Ihnen das jetzt, China? Ich glaube, wie das weitergeht, liegt sehr stark an uns. Ja. Ich habe hier oft in der Zeitung gelesen, ihr seid so naiv,
die kupfern eure Patente ab und haben keinen richtigen Patentschutz und ihr müsst die Hand mehr vors Heft halten. Wir können nicht nach China gehen, sagen, toller großer Markt, einen Sack voll Geld machen und wieder nach Hause gehen. Das muss ja eine zweiseitige Sache sein. Insofern müssen wir uns dort einbringen. Als wir vor 4 Jahren entschieden haben, mit BYD zusammen den Denza zu entwickeln, also ein batterieelektrisches Auto in China, für China, mit unserem letzten Know-how zu entwickeln, war das genau der Gedanke. Wir müssen auch etwas einbringen, was die Chinesen interessiert und was sie brauchen. Und wenn Herr Winterkorn im Westen eine Fabrik baut, dann gilt genau das Gleiche. Das muss eine beidseitige Partnerschaft sein, an der wir nicht nur profitieren können, und dass dabei auch vor Ort ab und zu Kritik es gibt, noch irgendwelche Probleme gibt, wo in der Welt denn nicht. Und wenn ich eine Class Action in den USA habe, dann ist das auch kein Spaßvergnügen. Und wenn die Argentinier entscheiden, ich mache meinen Hafen zu und die Autos bleiben im Zoll stehen, dann ist es auch kein Spaßvergnügen. Also das jetzt so hochzustilisieren, die Probleme in China sind gefährlich und sonst was alles, oder was macht China da mit euch? Das ist normales Geschäft. Entscheidend ist, in der Partnerschaft unterwegs sind und dass beide Seiten das Gefühl haben, sie profitieren davon, dann wird es auch ein langfristiges Geschäft. Die Antikorruptionskampagne, die ja jetzt seit längerem schon läuft, aus dem Zentralkomitee gesteuert, beeinträchtigt die einen Hersteller, der Luxusfahrzeuge natürlich für eine Führungsschicht herstellt? Das ist eine Riesenchance für uns, weil wir durch das Tal der Tränen gegangen sind. Wir hatten eine umfassende SEC-Untersuchung mit DOJ, Department of Justice, in allen involviert. Das hat jahrelang unser Unternehmen massiv beeinflusst. Ich will nicht sagen paralysiert, aber zumindest massiv beeinflusst. Hat uns viel, viel Geld gekostet, aber war ein Segen, denn einen so großen Konzern kulturell komplett in diese Richtung als Benchmark auszurichten, ist ohne eine solche Katastrophe fast nicht leistbar. Insofern habe ich das Glück, durch diese Zeit gegangen zu sein. Das habe ich zu der Zeit nicht immer so gesehen. Aber heute weiß jeder, der mit uns zu tun hat, seine eigenen Korruptionsprobleme kann er vergessen, wenn er mit uns arbeitet. Und deswegen werden wir in vielen Ländern dort herangezogen, auch als Berater, oder bekommen auch Aufträge, weil man weiß, dass wir so aufgestellt sind. Und es war immer nur die Sorge, ihr könnt ja Wettbewerbs nicht mehr bestehen, denn wenn andere Wettbewerber dort anders agieren, habt ihr einen Wettbewerbsnachteil. Das Gegenteil ist zunehmend der Fall. Wenn Sie auf die Weltkarte gucken, Sie beide, was man in der globalen Welt und mit Ihrer Aufstellung ja tun muss, wo sehen Sie derzeit die größten Risiken und wo die größten Chancen in welchen Märkten? Also ich streife das Thema Südeuropa, das Verhältnis zu Russland. Wo sehen Sie die Risiken derzeit, politisch induziert auch, und wo sehen Sie eine Region, vielleicht jenseits von China, wo Autogeschäft für deutsche Hersteller, für deutsche Zulieferer eine zukunftsträchtige Geschichte ist? Wir sehen momentan, weil wir auch in Brasilien ja auch im Normaljahr 1 Million Fahrzeuge verkaufen, sehen wir Südamerika momentan als das größte Risiko. Wir sehen Indien nicht als das Wachstumsland, wo wir es mal erwartet haben. Wo wir von den BRICS-Staaten gesprochen haben, war Indien, in der Vorstellung, Indien könnte zweites China werden, das sehe ich so schnell nicht. Wir sehen, warum, sagen Sie in 2 Stichworten, Bürokratie, Tradition? Bürokratie, weil es ein ganz anderes System ist. Das chinesische System ist eine quasi Demokratie von oben gesteuert. Vieles, wenn da beschlossen wird, wird eine Straße gebaut. Und wenn Wachstumsraten von 8% beschlossen werden im Staatsrat, dann kommen die auch. Ja. Egal wie. Also es ist schon ein anderes System. Deswegen, glaube ich, werden wir uns in Indien weiterhin schwer tun. Wir haben auch 2 Fabriken dort, aber da muss man mittlerweile schon mit Export arbeiten, um das wirtschaftlich darzustellen. Russland, Ukraine wird hoffentlich irgendwann zurückkommen. Ist momentan sicher schwierig. Aber Gott sei Dank kommt Europa etwas zu zurück. Zu Unrecht schwierig. Glauben Sie, dass die Politik zu schnell war, hier mit Wirtschaftssanktionen traditionelle Wirtschaftsbeziehungen zu kappen? Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es ein größeres Problem war, zu glauben, dass die Ukraine, vor 2, 3 Jahren war es ja so, dass die Ukraine europäisch werden könnte. Das war, glaube ich, der größte Denkfehler. Und das rächt sich jetzt. Die größten Chancen sehen Sie? Wir haben Indien, Brasilien. Russland. Für uns sehe ich die größten Chancen nach wie vor USA. Da haben wir großen Aufholbedarf. Da ist sicher das Land, was die größten Wachstumsraten haben wird, neben China. Und ich sehe halt eine gewisse Stabilisierung in Europa. Herr Setscher, wie sieht Ihre Weltkarte aus? Ich lebe in derselben Welt wie Herr Winterkorn. Insofern sind die Erfahrungen nicht auf dem Mars. Insofern sind die Erfahrungen
und Erkenntnisse nicht völlig anders. Von den großen Volumina ist ganz klar, was für ein Winterkorn USA ist, für uns China, dass wir dort entsprechend aufschließen können zu den Möglichkeiten und dort gut unterwegs sind. Vielleicht nicht erwähnt, dass in Asien neben Indien und China auch sonst noch viele Menschen leben. Mhm. Beispielsweise Indonesien nimmt mit 200 Millionen Menschen. Da sind trotz politisch teilweise schwieriger Randbedingungen große Potenziale vorhanden. Insgesamt gilt weiterhin, dass die Triade in zwei Teilen, Japan, Europa, im besten Fall stabil ist. Der dritte Teil, USA, demografisch aus vielen anderen Gründen deutliches Wachstumspotenzial beinhaltet und die Emerging Markets eben sich in ihren Potenzialen verschieben. Leider Gottes, gleiche Erkenntnis natürlich, Südamerika zurückfällt von den Potenzialen, die sich vor einiger Zeit erarbeitet haben. Ob jetzt der letzte Sonntag da sehr hilfreich war, lassen wir mal dahingestellt. Eher nicht. Eher nicht. Vielleicht in Indien die letzte Wahl eher einen Schritt voran, aber die grundsätzlichen Probleme dort sehen wir natürlich genauso. Insofern, in Summe betrachtet, muss man aber sagen, hat die Automobilindustrie in meiner Erinnerung nie solch hervorragende Perspektiven gehabt wie unverändert heute. Das geht ein bisschen auf und ab, aber im Grundsatz haben wir jährliche Wachstumsraten von 4-5% als mittlere Entwicklung für viele Jahre als Potenzial. Und das sind fantastische Randbedingungen, wenn man dann auch im Marktanteil wächst, um eine super, super Performance mit der Firma darstellen zu können. Das sah vor 10, 20 Jahren ganz anders aus. Deswegen ich glaube, unser Weg, Herr Zetsche, auf Qualität und Innovation zu setzen, macht sich weltweit bezahlt. Mhm. Eindeutig. Deswegen sind wir in China gut unterwegs, deswegen haben wir Wachstum in den USA und hoffentlich auch bald wieder Wachstum in Südamerika. Deswegen, wenn man auf die beide guckt und auf die beiden großen deutschen Autobauer, dann natürlich mit Faszination, Bewunderung, Anerkennung und, da mischt sich allerdings auch, wir biegen hier in die Schlusskurve ein, natürlich auch die Sorge und die Angst, wie sieht es danach eigentlich aus? Deswegen an Sie beide die Frage, fangen wir mal beim Winterkorn an, das ist vielleicht näher liegender und vielleicht auch schwieriger. Ist der Nachfolger denn schon geboren? Geboren ist er sicher. Wie er heißt, weiß ich nicht. Okay, wie er heißt, wissen Sie nicht. Sitzt er schon in Ihrem Vorstand? Weiß ich nicht. Haben Sie schon... Wir sind Aufsichtsrat fragen, Herr Steingart. Das weiß ich ja, das weiß ich ja. Aber der Aufsichtsrat wird wiederum auch Sie fragen, wie ich ihn kenne. Ja. Gibt es schon in Ihrem Kopf? Sie müssen uns keinen, das weiß ich schon, ich kenne die Usancen, dass wir vielleicht nicht die erste Adresse für so ein Gespräch sind, aber gibt's in Ihrem Kopf schon jemanden? Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Gibt es einen oder denken Sie in Optionen wie Herr Achleitner in diesen Tagen? Ich glaube, jetzt sollten wir das Gespräch abbrechen, Herr Steingart, wenn es nicht über die Zeit ist. Ja, ich weiß ja, ich weiß. Nein, aber klar. Also Herr Zetsche, wie ist es bei Ihnen? Es ist doch klar, dass unsere vornehmste Aufgabe die ist, dafür zu sorgen, dass es gut weitergeht. Ja. Und das wird von Menschen bestimmt, nicht nur von dem Vorstandsvorsitzenden, sondern von dem ganzen Team und darüber hinaus. Aber hier Entscheidungen zu treffen, Weichen zu stellen, ist unsere wichtigste Aufgabe überhaupt. Und da ist man sicherlich nicht gut beraten, wenn man, egal ob das jetzt in einem Jahr erforderlich wird oder in 3 oder 5 oder wann auch immer, vorzeitig so eine Entscheidung zu treffen, sondern da ist man gut beraten, wenn man einer Reihe von Kollegen die Möglichkeit gibt, sich zu bewähren und über der Zeitstrecke dann bis zu der Entscheidung ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wenn da einer auf die Lichtung kommt, als der Kronprinz, dann ist er am nächsten Tage weggeschossen. Ist ein Grund, warum das kein sinnvolles Vorgehen ist. Aber muss er denn aus Ihren Firmen kommen oder ist heutzutage auch denkbar, dass er aus dem Ausland von einem ganz anderen Hersteller kommt und dass Sie sagen, hier Wolfsburg, erster Tag auf dieser Position oder bleiben Sie bei der Tradition deutscher Konzerne, der muss im Hause nicht gezüchtet, will ich nicht sagen, aber vielleicht gezogen sein? Ich sage, das muss nicht sein, aber hat viele Vorteile, wenn Sie in so einem großen Konzern, wie in unseren tätig sind, hilft es schon, wenn Sie die Abläufe kennen, wenn Sie die Menschen kennen, wenn Sie die Companies kennen, da wird sich jemand von außen immer schwer tun. Ich glaube, es ist eine Stärke von uns, dass wir in der Lage sind, Menschen über die Jahre so viele Möglichkeiten der Betätigung geben zu können, weltweit in verschiedensten Aufgabenstellungen.
dass sie sich zu sehr, sehr kompetenten Managern entwickeln können. Wir sehen auch immer wieder, dass Kollegen von uns dann in anderen Firmen erfolgreich tätig sind, was ja toll ist. Das sehe ich gar nicht irgendwo kritisch. Und insofern ist das eine Stärke, dass wir in der Lage sind, die nächste Generation bei uns die Erfahrung sammeln zu lassen. Natürlich ist es auch ein Potenzial, wenn jemand mit einem ganz anderen Blickwinkel, mit einem anderen Erfahrungshintergrund in eine Aufgabe reinkommt, dass man eine Zeit lang so rumgerecht hat und einem anders recht. Das ist natürlich auch eine Chance, aber ich würde sagen, die wäre eher dann gegeben, wenn wir uns erkennbar auf einem schwierigen oder falschen Weg befinden, wenn wir uns scheinbar, ich sag mal, alle drei in Deutschland auf einem guten Weg befinden, dann ist es naheliegendere, dass man die Nachfolger in unseren Reihen finden wird. Aber Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, trotz des verkürzten Vertrages, den die Gewerkschaftsvertreter Ihnen ja nur gegeben haben, das bereuen die wahrscheinlich jetzt, oder? Gibt es Anzeichen dafür? Also für diese kleine Bosartigkeit der Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat? Grundsätzlich ist ja nicht das Ende meiner Beschäftigung beschlossen worden, sondern nur die Verlängerung um einen Zeitraum X. Verstehe. Also, vielen Dank. Vielen Dank an die beiden Führer der großen Autokonzerne hier in Deutschland. Und jetzt, wenn ich die Fragen aus dem Publikum werden, kriege ich ein Zeichen gestrichen. Ist das denn richtig im Zeitalter der Demokratie, Herr Winterkorn, etc.? Aber nicht noch weit drüber, aber vielleicht trotzdem fände ich gut. Ein, zwei Fragen, komm, Leute. Hm? Oder? Ich kriege hier ein paar Nickende. Komm, dafür sind Sie ja auch da. Ich will Ihnen die beiden nicht vorenthalten. Also, los geht's. Kriegen wir hin? Peter Hartung zum Beispiel fragt, wo sehen Sie, Herr Professor Winterkorn, Herr Dr. Zetsche, den Verbrennungsmotor in 10 bis 20 Jahren? Eine sehr spannende Frage, wie ich finde, und wo man auch, glaube ich, momentan nach Antworten drauf sucht. Ich sehe den Verbrennungsmotor in 10 Jahren auf jeden Fall noch zum Großteil in unseren Autos. In 20 Jahren, sage ich mal, da kann es schon sein, dass wir über Brennstoffzellen und mehr batterieelektrische Fahrzeuge haben könnten, wenn wir es fertig bringen, dass die Energiedichte der Batterien größer wird. Aber insgesamt sehe ich für die Verbrennungsmotoren nach wie vor eine große Zukunft. Deswegen arbeiten wir auch intensiv daran, den Verbrauch der Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Das eine tun, das andere nicht lassen. Also wahrscheinlich befinde ich mich auf noch sichererem Grund, wenn ich sage, dass in 20 Jahren sicherlich die große Mehrzahl der verkauften Lkw nach wie vor mit Verbrennungsmotoren ausgestattet sind. Aber wahrscheinlich gilt das auch für den Pkw noch. Ja, schnell. Nächste Frage. Dann haben wir noch eine Frage von Norbert Odendahl, der fragt, wird das autonome Fahren Einzug in den Motorsport halten und wird der Motorsport mit dem autonomen Fahren überflüssig? Sind wir wie auf der Carrera-Bahn? Wir haben es ja im Film gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie Videos gesehen haben. In Arabien sind ja Kamelrennen sehr beliebt. Mhm. Und da saßen typischerweise 10-jährige Jungs drauf, die vielleicht irgendwo aus Pakistan und sonst wo kamen, um diese im Rennen zu reiten. Und das hat dann irgendwann zu ethisch-kritischen Fragestellungen geführt. Und seitdem sind da so kleine Boxen hin drauf mit einer angebauten Peitsche. Und die Besitzer der Kamele sitzen außen mit der Fernsteuerung und rennen diese Kamele. Also ich glaube nicht, dass so Motorsportveranstaltungen der Zukunft aussehen sollten. Und insofern glaube ich, das ist nicht das Thema. Herr Winterkorn, Ihr Film war nicht keine Vision. Formel 1 ohne Ecclestone und ohne Schumacher. Ich wollte eigentlich fast zu dem Film sagen, leider hat Zetsche das Problem nicht mit seinen zwei Fahrern. Herr Schnell. Und ein Herr oder eine Frau Anonymous fragen noch an Herrn Winterkorn, wenn er die Datenhoheit via Smartphone bei VW sieht, wie will er dann an die Daten kommen? Die Daten liegen doch jetzt schon bei Apple, Google und Co. Nicht die Daten, die wir in unserem Backend sind, da liegt. Aber wenn da jemand sein iPhone benutzt in unserem Auto, natürlich kommt dann die Apple und Co. die Daten. Mhm. Wir reden ja von fahrzeugspezifischen Daten, wir reden auch von kundenspezifischen Daten. Und das ist immer noch härter, die Situation. Mhm. Der entscheidende Unterschied ist, unser Geschäftssystem besteht nicht darin, Daten zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen, sondern mit den Daten unseren Kunden noch ein besseres Erleben im Auto ermöglichen zu können. Mhm. Bei uns wird der Kunde entscheiden, wie man die Daten gibt. Ja, vielen Dank, Herr Schnell. Letzte Frage vielleicht an unsere Staatssekretärin. Frau Reich, haben Sie eine Frage an die beiden? Die Gelegenheit ist doch einzigartig.
als parlamentarische Staatssekretärin, ich gebe Ihnen noch 3 Sekunden, eine gute Frage an die beiden? Nein, erstmal nicht. Dann bedanke ich mich und bei den beiden und nochmal good luck. Vielen Dank für die Überstunden, die Sie hier schon geleistet haben am frühen Morgen für unsere Zeitung und für unser Publikum. Also einen herzlichen Applaus nochmal an Sie beide. Danke. So. Ja. Ich hoffe, Sie sehen uns ein bisschen nach, dass wir tatsächlich auf die Zeit achten müssen, weil wir wirklich ein prall gefülltes Programm haben. Nichtsdestotrotz, das Networking ist wichtig. Ich würde Sie gerne jetzt einladen, für eine gute halbe Stunde rauszugehen, Kaffee zu trinken, sich zu vernetzen, das Gespräch zu suchen. Vielleicht ist das in intimeren Atmosphäre auch noch ein bisschen leichter und vielleicht kriegen Sie da noch ein bisschen andere Antworten als jetzt. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder und dann geht es weiter mit Opel und Continental. Vielen Dank, bis gleich. Mhm.